Dass es dann anscheinend nicht mehr richtig hinterherkommt oder sowas. Ich werde mal hier lang gehen. Und hoffen, dass der Creeper in der Mitte... Wenn der Creeper dann in der Mitte hochgehen würde, das wäre echt nervig. So. Hier durch Pferdchen. Ich mach mal langsamer, damit das Pferdchen nicht aufhängt. Ich könnte auch reiten, ist mir gerade aufgefallen, aber hier macht es das mit Reiten sowieso, glaube ich, nicht so gut. Darum laufe ich einfach mal. So, hängst du dich auf hier? Noch passt alles. Ich mache ganz kurz wieder F1 an, weil ich muss auch schauen. Oh, jetzt hat sie aufgehängt. Wow! Nein! Oh, verpisst euch von meinem Pferd. So, weg mit dem Pferd. So, wir müssen nach da. Wow, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier. Oh, wunderschön. Oh mein Gott, weg, 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 weg. Ah! Nein, nicht hier, oh, nicht so im Wald. Nein, oh mein Gott. Verpisst euch, verschwindet einfach alle. Oh mein Gott, ja, das ist eine offene Fläche. So, komm mit. So, mitkommen, los, komm. Bevor irgendein Creeper auf die Idee kommt, uns zu folgen. Das war knapp jetzt, ne? Dann kann ich, glaube ich, nur mit Strohballen wieder füttern. So, komm her und... Hallo? Leine? Da. Über den Zombie drüber gesprungen. Und dann begeben wir uns mal nach... Da lang müssen wir. Oh, das ist eine Hexe. Die würde ich mir echt gern holen, weil die kann so einen Supertrank trocknen lassen. Flup. 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 So, stirb, stirb, stirb. Stirb. Okay, da habe ich sie erwischt. Bitte lass was gedroppt haben. Stöcker hat sie fallen lassen, ich glaub's nicht. Okay, dann müssen wir hier lang, weil da kommen wir nicht durch. Oh mein Gott, es laggt. Nee, es laggt gar nicht, es ist 30 FPS. Könnt ihr mal mein Pferd in Ruhe lassen? Wenn es weitergeht, dann mach ich auf friedvoll, das zeige ich euch. Ich werde nicht mein Pferd opfern. Für die Launen von Minecraft. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, friedvoll, Moment. Ich hätte nicht mein Pferd von Creepern fressen lassen. Fressen lassen. Geht kaputt. So. Oh mein Gott. Pferd, ich hoffe, du kannst gut springen. Boah, ich liebe dich. Super fair, das ist ein super fair. Yay! So, hier können wir ja auch stehen ordentlich. Und dann machen wir uns, wir geben uns mal auf den Weg nach Hause. Oh, wie das ist mit den Wäldern, das ist ein bisschen nervig mit dem Pferd. Gehen wirklich auf offener Fläche. Aber es ist trotzdem schneller mit dem Pferd durch den Wald. Auch wenn es irgendwie ein bisschen tricky ist. Was geht denn jetzt schief? Also ich habe 30 FPS stabil, aber ihr seht, hier an manchen Stellen hängt es einfach so ein bisschen. Weiß nicht, ob es jetzt nicht hinterherkommt oder... Hier kann man gut mit dem Pferd durchreiten. Merkt ihr das, wie das sich zieht? Das ist echt schlimm. Möchte man gar nicht aufnehmen.
Hallo. So. Machen wir kurz auf 3 an, um mal zu schauen, wo wir sind. Ach, sind nur noch 5000 Meter vor uns. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte, ey. Ich wollte euch in dieser Aufnahme den Rückweg angetreten haben. Dabei haben wir nicht mal... Boah, hallo, hörst du dich mal auf. Ich habe wirklich stabil 30 FPS für alle, die sich jetzt gerade fragen. Ich weiß nicht, Minecraft, ey, das geht gar nicht mittlerweile. Ich kann den Regen jetzt auch nicht ausstellen. Ich habe gerade kein too many items mehr, sonst würde ich den Regen einfach ausstellen. Ich habe wirklich nur Optifine drin. So, das sind Berge, aber solange wir über die Fläche reiten, geht das ja wenigstens noch. Oder das ist normal mit dem Pferd, dass man sich so komisch bewegt. Kann ja auch sein, ich glaube es war ja weniger, aber... Man weiß bei Minecraft ja nie. Kraft meines Amtes. Weil wo ich hier bin, weiß ich nicht. Sieht fast aus wie eine Tundra, wenn jetzt hier eine Tundra... Wow. Wenn jetzt hier eine Tundra kommt, viel näher dran als es eigentlich war. Und dann werde ich böse. Obwohl, dann hätte ich den Diamanten und sowas nicht gefunden. So, hoch mit dir. Ist auch geil, das ist ein Pferd. Also theoretisch sollte es eigentlich hier hochkommen. So. Eigentlich unlogisch, aber es schafft es. Es ist halt einfach nur ein super Pferd. Hier sind wir auf schneebedeckten Gipfeln jetzt. Sind wir auch nicht. Oh, ganz ruhig. Okay, mein Pferd hat das anscheinend nicht wirklich geschadet, oder? Habe ich das was verpasst? Ich glaube, ein halbes Herz hat verloren. Es verkraftet also auch einiges. Darf man ruhig ein bisschen rabiat mit umgehen dann. So, hallo Küchen. Wir wollen hier durch. Wir sind zwei Reisende. F3. Ich lasse mal kurz an, F3. Uah, zitter. Einfach mal zu schauen. Was ist das da oben? Sieht aus fast wie gebaut. Wenn er mal was hingebaut hat in der Landschaft. Boah, diese Berge sind ganz schön krass. Die gehen auch ganz schön krass wieder nach unten. Ich glaube, wir reiten auf den Kamm hier lang. Auf den Bergkamm. So, wir sind noch 4000 Meter entfernt, also 1000 Meter haben wir geschafft. Das ist ja schon mal ganz gut. Oh, wenn wenigstens der Regen aufhören würde. Ich weiß nicht, ey. Wie ich jetzt schon tausendmal sagte, Minecraft bringt mal ein paar mehr Updates raus. So, hallo, komm hier. So, über Stock und über Stein fahren wir nach Haus und heim. Oder reiten wir nach Hause heim. Mir ist auch über die Bäume, das ist mir relativ egal. Hauptsache ich komme an. Hauptsache ich komme an. Das ist mir die Realitätsgetreuheit meines Pferdes vollkommen egal. Ob das Bäume besteigen kann. So. Ja, es lag auf jeden Fall, das kannst du nicht anders sagen. Hallo. Dämliches Werkzeug. Au. Ah, das regeneriert sein Leben nach einer Weile, das Pferd. Alles klar. Es hat nämlich hier vorhin 3 Herzenschaden gehabt, es hat nur noch 2 Herzenschaden. Das weiß ich, weil ich so ultimativer Bro bin, habe ich mir das gemerkt. Oder einfach nur, weil ich aus Zufall mal drauf geachtet habe. Ihr dürft euch jetzt aussuchen, was euch besser gefällt. Titte. Ja, und... Oh, nee, ey, das geht ja gar nicht klar, ey. Ich meine, habe ich kein Texture Pack drin, ne? Ich werde
diese Ausflüge in die neuen Biome auf jeden Fall mir demnächst gründlicher überlegen. So. Da kommen wir nicht vom Pferd wieder runter, geht's wieder. So, okay. Merkt ihr das? Jetzt ist wieder alles schön. Ach ja. So, dann gehen wir mal nach da drüben. Das wird auch ein langer Heimweg auf jeden Fall, ey. Das wird ja... traumhaft einfach nur. So. Ist das da hinten auch so neu? Ne, ist kein neuer Biom, gell? Gut, dass wir die Monster ausgemacht haben. Oh, jetzt. Jetzt wollte ich gerade auf Playerliste klicken. Der Multiplayer hat doch so seine Auswirkungen auf mich. Hier kommen wir nämlich mit dem Pferd nicht durch. Müssen wir uns mal einen Weg basteln. So, fürs heute Hü. Und trotzdem verloren. Los, mitkommen. Hab ich schon wieder verloren? Alter. Du unnützes Stück. Los jetzt. Hopp, hopp, hopp. Ich gebe mir schon extra Mühe, dass ich irgendwo langlaufe. Wo du nicht hängen bleibst. So. Mitkommen. Mitkommen, 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 mitkommen. So. Ne, hier lang. Boah, ist extrem nervig, das Pferd zu und damit sich mitzuschleppen. Das macht gar keinen Spaß. Das soll doch Spaß machen. Jetzt liegt er leider nicht einfach auf dem Baum, oder? Ich habe gerade gehofft, so bitte lass es funktionieren und natürlich... Wie kann es auch anders sein? Es hat natürlich nicht funktioniert. Aua. Das Pferd hat auf jeden Fall mehr Sprungpower als ich, was ja logisch, aber jetzt habe ich nochmal den Beweis dafür. So, muss ein Schnitzel essen. Der kann mir mit Level 40 heim, ey, krass. Sag mal, jetzt reicht es aber langsam mit der Leine. Ja, das ist dann, um das zu erleichtern, mit dem Pferd nicht zu erschweren. So, komm mit. So. Schwipp, schwapp, schwipp. Da wäre echt eine Wüste ziemlich geil. Oder Graslandschaft halt. Irgendwas, wo man halt... Oder halt Wasser. Nimm halt Wasser. La 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 la. Ich könnte eine Weile dauern jetzt ohne Boot. Ich weiß nicht, ob es mit Boot funktioniert, deswegen lasse ich es lieber. Pferd, komm mit, folge mir. Los. Durch die endlosen Weiten dieses Ozeans. Schakalakalaka. Moment, guck, ob wir richtig sind. Ja, sind wir. Wunderschön. Tja, dann kommen wir nochmal auf F3. Das hier jetzt natürlich nicht zu sehen ist so. Wir sind bei 3000 Meter. Also wir haben nochmal 1000 Meter zurückgelegt. Ja gut, dann haben wir ja auf jeden Fall schon mal einiges. Ich nehme mal ganz kurz einen Schluck aus meiner Flasche. Hat die ganzen letzten drei Tage Tee ohne Ende mich reingeschüttet. Bestimmt 30 Nanotonnen. Nanotonnen, das wäre ja dann gar nicht so viel, weil Nano ist ja weniger, das wäre dann Liter. Ach, egal. Auf jeden Fall viel Tee und jetzt habe ich mir zur Abwechslung doch mal was anderes genommen. Und ich hoffe, ich morgen überbleibe, der Beste so vorstellen. Ich habe eigentlich meinen Urlaub nach der Arbeit, das ist eigentlich logisch, es ist sehr wahrscheinlich, wenn man handwerkliche Berufe hat, dass man dann in seinem Urlaub, dass der Körper dann zur Ruhe kommt, dass man meistens kränklich anfälliger ist. Das habe ich ja schon in den letzten Jahren gelernt und daraufhin habe ich vor dem Urlaub
schnell noch viele Aufnahmen gemacht und habe da sozusagen abgesichert, falls das passieren sollte. Es ist im Endeffekt auch passiert, wie ich mir das schon gedacht habe. Das ist bloß so traurig, du denkst so, oh, Urlaub, kannst du schön viel aufnehmen. Und dann sitzt du hier, es ist jetzt Sonntag, mein Urlaub ist sozusagen vorbei. Es sind noch 4 Stunden Urlaub und dann geht's in die Schule nächste Woche. Ich habe eine duale Ausbildung, da geht's dann immer... Was bin ich jetzt? Es ist dann immer Schule... Oh, endlich! Ja! Es ist dann immer Schule, Urlaub, Schule und... Ja, es ist... ernüchternd. Boah, guck mal, wie blau das Wasser ist. Echt geil. Blau, 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 so blau, blau. So ungefähr muss er das... Warte mal, wenn man jetzt schwimmt, dann muss es doch ungefähr so sein. Ugh, so immer so, so leicht unter Wasser schwimmen. Ich schwimme schon seit 3 Tagen auf See. Das Salzwasser trocknet meine Lunge aus. Ich habe kaum noch Kraft zu schwimmen. Was ist das da unten? Seht ihr das? Was ist das? Nanu?